Gestärkt spiele ich noch eine weitere Runde. Wir wollen das Zimmer hier kippen. Machen wir jetzt. Auf den Beinen heben. Ich will nur helfen. Ja, aber ja. Und nun? Oh. Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und krass. Ein echtes Plus. Da, links. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Ob sich Mimir eigentlich merkt, was ich am meisten sage, Sätze wie, wir sind nicht tot. Oh mein Gott. Das hätte auch ich sagen können. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tirs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören. Das also bedeutet Equilibrium. Hab ich schon so oft gehört. Bestimmt auch ein bisschen klugscheißend oft benutzt. Nie gewusst, warum eigentlich. Tiers mysteriöses Objekt mitnehmen. Okay. Hingehen, mitnehmen. Ah, da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Krass. Toll aus, oder? Tja, nu? Junge, dein Messer. So ein hübscher Stein. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Nur das schwarz. Bei Athomlas Euter. Das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Wessen Euter? Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Wir sind da auch runtergesprungen und sind nirgends angekommen. Die Zwischenwelt. Jetzt ist der Baum wieder da. Auf also als Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist dein voller Ernst, nicht wahr? Wir sind da schon mal lang gegangen, ganz am Anfang, aus Spaß. Gut. Und dann sind wir gestorben. Das ist mehr als recht. Wenn wir uns noch nicht gleich vom Weltenbaum in die alles zusammen zeigen. Wirklich? Naja, wo soll ich denn jetzt hin? Niflheim?
waren wir schon im Muspelheim? Ich weiß nicht, wo wir lang sollen. Oder ist es egal? Soll ich überhaupt nicht hier rein? Soll ich einfach irgendwo rein und mich dann vom Baum stürzen? Was ist gemeint? Nee, guck mal, da ist eine... Ah, so. Ja, mach mal. Jetzt arbeiten sie zusammen. Ich find's toll. Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Antwari. Treff mich bei den Landsüderminen. Ist auch eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Landsürminen. Hat den dringenden Belundreminen von Antwaris Hand gerissen. Der Kerl hat immer mit Seelen, dunklen Ritualen und Dingen der Nacht herumgepfuscht. Wisst ihr? Hä? Okay, wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwas verbessern können. Aus, um ein Feuer köstlich anzuheizen. Mist, ihr haut besser ab, bevor mir hier zu heiß wird. Naja, da kann ich ja wieder nichts verbessern, weil ich wieder die Kohle nicht habe. Drachentränen. Okay, gut. Ja, nächstes Mal. Ja. Ja, aber die wollen wir nicht. Die sind doch gar nicht stärker als das, was wir haben. Nein! Nochmal. Ziele. Reise zwischen den Welten. Achso, nein, Gefallen. Hier. Beweisen Sie Ihren Mut. Ja, das machen wir dann auch noch irgendwann. Zwerge. Ja. Achso, ja, nee, die Weltenrisse haben wir nicht versiegelt, obwohl wir echt lange da drin waren. Wir machen den, ne? Okay. Zur Karte. Seht ihr ihn irgendwo? Ich weiß, ich habe alles markiert. Nein. Okay. Okay, da könnten wir hinreisen. Das machen wir, ne? Klar machen wir das. Obwohl, andererseits, wenn wir fahren, dann entdecken wir vielleicht noch was auf dem See. Region See der Neuen. Guck mal. Wir haben nämlich nur 71% Weltenriss haben wir noch. Zwei, drei Sachen sind noch unentdeckt. Wir haben noch zwei mystische Tore nicht. Und eine Wissensmarkierung nicht. Aber vor allem haben wir zwei Sachen noch unentdeckt. Also fahren wir. Wir fahren. Nein, ich will fahren. Da lang? Sind wir da reingekommen? Nee, wir sind von da gekommen. Genau. Wir suchen uns ein Boot. Ich habe bestimmt auch noch ein paar Saatkrähen gar nicht erwischt. Hier geht's gar nicht weiter. Manu. Entschuldigung. Bin falsch rumgegangen. Da lang.
Ach schön, wieder Boot fahren. Ich fahr gerne Boot. Hui. Guck mal, da oben klemmt ein Kanu. Ein zerbrochenes. Mimir, warum fühlte sich Tyr verantwortlich für Odins Gräueltat an den Riesen? Es gab einen Zwischenfall kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einberief. Zu der Zeit war der große Krieg noch jung, ein Sieg lag in weiter Ferne und die Jötnar hätten die Waagschale zwischen Asen und Warnen kennen können. Odin hatte Tyr überzeugt, der Hammer diene nur zur Abschreckung, um bei den Friedensverhandlungen stark zu erscheinen. Tyr hoffte, alle Parteien davon zu überzeugen, dass Frieden ihnen allen zugute käme. Er wusste, dass die Riesen besorgt waren wegen des Hammers, einer mächtigen Waffe in Händen, denen sie nicht trauten. Doch sie trauten Tyr. Tyr glaubte stets an das Beste in anderen. So schenkte er Odins vermeintlichen Wunsch einen wahren Plan, sie auszuspionieren und ihr geheimes Wissen zu rauben. Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehren kann. Frustriert ließ Odin seinen Zorn an den Riesen von Midgard aus. Thor. Entschuldigung. Bin noch mal eben gucken. Ach, das ist, geht da zur Höhle, ne? Er entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Der Turm verschwand. Keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Und weder Mensch noch Gott hat Jedinheim seither betreten. Ist euch schon schlecht? Irgendwie bin ich weiter weg, als ich vorher war, kann es sein. Na, ich fahre hier so ein bisschen rum. Ich fahre hier so gerne rum. Und da ist immer ganz schön viel Kohle drin in den Fässern. Nein, in den Leichen nicht, aber in den Fässern. Die ganzen Schiffswracks hier, ist schon cool. So, wahrscheinlich können wir gar nicht so ewig fahren. Ich muss ja mal irgendwie anlanden, ne? Gehen wir da rein. Da ist irgendwas im Wasser. Wir haben einen Bereich entdeckt. Juhu. Boote, ey, ist so cool. Hier schon wieder eins. Willst du hier anlegen? Yep. Geheimbereich entdeckt. Entschuldigt, ich aß gerade einen Keks. Oh, was ist das? Oh. Achso, es ist ein Fisch. Ich dachte, es wäre ein toter Vogel.
Wir haben erst 24 von 51. Ich hopse jetzt mal rein, ne? So ganz, ganz entspannt. Gucken, was passiert. Hops. Da ist der Zwerg. Na gut. Machen wir noch mal ein bisschen ein paar Sachen kaputt. Unhöflich. Wir sind unhöflich. Wir machen seine Werkstatt kaputt. Was soll's? Hallo. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist sanft zu sehen. Aber ein Seelenfresser griff an. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Antwari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug und einem prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Hier, Zwerg. Du erzürnst ihn. Na und? Ihr beiden nehmt Antwari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastel ich etwas echt Nettes für euch. Mhm. Hey, hey, vergesst euren Zugangsstein nicht. Wieder so ein hübsches Teil, wo Kratos die alle hinsteckt. Deus Ex Malachit. Antwaris Hammer suchen. Okay. Das machen wir doch direkt. Da ist ein Tor. Sehr schön. Gut, ihr Lieben, dann speichere ich hier eben und dann nehmen wir Antwari mit und gucken mal, ob wir seine Werkstatt ausrauben können. Bis gleich.